Teil 2. Sie hören nun einen Text. Sie hören den Text einmal. Dazu lösen Sie 5 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie sind auf dem Elterninformationsabend für eine Schülerreise in ein Feriencamp. Guten Abend, liebe Eltern. Schön, dass Sie so zahlreich zu unserem Informationsabend erschienen sind. Unsere Schülerreise ins Feriencamp Erna in der Sächsischen Schweiz hat ja nun schon Tradition. Als Klassenlehrer der 5a bin ich diesmal verantwortlich für die Reise. Ich möchte Ihnen auch Herrn Schumann, unseren Sportlehrer, sowie die Kunstlehrerin Frau Hartwig vorstellen. Wir drei werden mit ins Camp fahren. Wir danken auch dem Direktor, Herrn Ludwig, dass er bei uns ist, um eventuelle Fragen zu klären. Und natürlich danken wir unserem Techniker, Herrn Kohle, dass er meinen Vortrag hier technisch unterstützt. Sie sind bereits schriftlich über Dauer der Reise, Abflugs- und Ankunftsdaten und über die anfallenden Kosten informiert worden. Ich möchte Ihnen nun das Camp beschreiben. Dazu werden Sie auch eine Reihe von Fotos sehen. Und dann möchte ich Ihnen einige wichtige Informationen über das jeweilige Tagesprogramm unserer Reise geben. Sie sollen sich überzeugen, dass Ihre Kinder gut aufgehoben sein werden und viel erleben werden. Nach unserem Flug werden wir bei Ankunft auf dem Flughafen Berlin-Brandenburg von einem der Campleiter in Empfang genommen. Dann fahren wir mit einem Reisebus über Dresden und Pirna nach Papsdorf. Dort liegt das Feriendorf in einer landschaftlich ausgesprochen schönen Waldgegend. Sehen Sie hier dieses beeindruckende Foto. Die Fahrt dorthin beträgt übrigens etwa 2 Stunden. Im Camp werden wir in Bungalows schlafen, wie Sie hier einen abgebildet sehen. Jeweils 8 Kinder teilen sich ein Häuschen, das aus 2 Schlafräumen mit je 4 Betten, einem Aufenthaltsraum und einem Badezimmer besteht. Das Camp selbst bietet zahlreiche Spiel-, Sport- und Freizeitmöglichkeiten. Wir werden aber auch größere Wanderungen in die Umgebung unternehmen. Auf dem Programm stehen ebenfalls 2 größere Ausflüge, und zwar ein Tagesausflug nach Dresden und einer nach Prag. Was die Verpflegung betrifft, so gibt es im Camp ein reichhaltiges Frühstück, warmes Mittagessen und kaltes Abendbrot. Auf unseren Tagesausflügen essen wir in Gaststätten. Im Camp ist auch ein Kiosk in Betrieb. Aber wie Sie ja wissen, ist für die gesamte Verpflegung der Kinder gesorgt, auch für Getränke. Es ist also nicht nötig, dass die Kinder sich selbst etwas kaufen. Nun möchte ich Ihnen noch einige Fotos von der Ferienanlage zeigen. Anschließend haben Sie die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Ganz zum Schluss verteile ich dann noch ein Hinweisblatt, auf dem wir empfehlen, was die Kinder unbedingt auf die Reise mitnehmen sollten. Also, hier sehen Sie... Teil 3. Sie hören nun ein Gespräch. Sie hören das Gespräch einmal. Dazu lösen Sie 7 Aufgaben. Wählen Sie.
Sind die Aussagen richtig oder falsch? Lesen Sie jetzt die Aufgaben 16 bis 22. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie warten an einer Bushaltestelle auf den Bus in die Stadt und hören, wie sich zwei Jugendliche über eine Geburtstagsparty unterhalten. Hi Selina, wartest du auch auf die Straßenbahn? Hallo Jan, ja, aber auf die 12, ich fahre in die Stadt. In die Stadt? Willst du was kaufen? Warum bist du so happy? Meine Eltern haben endlich Ja gesagt. Ich darf dieses Jahr meine erste große Geburtstagsparty machen. Mit Discjockey und 30 Leuten und Buffet und allem. Aha. Und was willst du jetzt in der Stadt? Der Partyservice vermietet auch Partyräume. Da will ich mir heute anschauen, welcher besser ist. Warum machst du denn die Party nicht bei dir zu Hause? Darum habe ich ja noch nie eine richtige Party gemacht. Unsere Wohnung ist viel zu klein. Und überhaupt im Wohnzimmer mit Hähnchen und Kartoffelsalat. Ich will eine schicke Party. Du meinst, du willst, dass deine Eltern unheimlich viel Geld zahlen, damit andere Leute dir deine Geburtstagsparty organisieren mit Buffet und in einem Partyraum? Und das findest du toll, um deinen Geburtstag zu feiern? Und das ganze Geld? Deine Eltern sind doch nicht reich. Naja, meine Eltern haben gesagt, dass ich dann im Sommer nicht zu dem Sprachkurs nach England fahren kann. Aber das ist mir egal. Aber du willst doch Übersetzerin werden. Und da ist es dir egal, dass du nicht nach England fahren kannst? Und das alles für eine schicke Party? Hör doch endlich auf, das habe ich alles schon von meinen Eltern gehört. Na, da muss ich aber sagen, dass deine Eltern recht haben. Warum machst du nicht sowas wie Pascal? Der Pascal? Der aus der 11. Klasse, der dicke Pascal, der immer nur am Computer sitzt? Ja, der Pascal. Der hat zu seinem Geburtstag eine Party am See organisiert, mit Musik und allem. Wir haben Würstchen und Kartoffeln gegrillt und getanzt, bis wir tot waren. Toll. Und wer kommt zu so einer langweiligen Party? Du und die anderen Computerfreaks? Nee, es waren ungefähr 40 Leute da, auch viele Mädchen. Ich kann dir sagen, die Party war ein echter Erfolg. Und gar nicht teuer. Pascal hat sie von seinem Taschengeld bezahlt. 40 Leute. Vielleicht nicht gerade Würstchen und Kartoffeln, sondern... Hey Selina, hier ist deine Bahn in die Stadt. Lass mal, ich fahr lieber nach Hause. Thank you.